Das schöne Wer wird Millionär Trainingslager verwundert mich ein wenig, weil mein letztes oder mein erstes Spiel ist schon mehr als 24 Stunden her und trotzdem ist, wenn ich Spiel des Tages auswähle, immer noch dasselbe geboten. Und dass es kein Spiel des Tages offenbar ist, weil es nicht unbedingt jeden Tag offenbar ein neues gibt. Machen wir einfach mal das der letzten Sendung. Wie viel hat denn der oder diejenige in der letzten Sendung gewonnen? Ich weiß es nicht, ich habe diese Sendung nicht gesehen. Es gab 5 verschiedene Personen. Die letzte Sendung war am 26. Mai. So selten läuft das mittlerweile? Läuft das einmal im Monat oder haben die Sommerpause? Ich nehme mal die Anna. Anna, wie viel gewannen Sie? Ich mache es mal wieder mit Risiko und ohne Zeitlimit, wie beim letzten Mal. Gucken, ob ich wieder 64.000 Euro gewinne. So, jetzt verstehe ich das ja auch. Zu den bekanntesten Songs des französischen DJ-Duos Daft Punk gehört zweifelsohne Harder, Stronger, Faster, Better. Nein, Harder, Better, Faster, Stronger. Anyway. So, machen wir das jetzt. Was steht in so manchem Wohnzimmer herum? Wippeschemel, Rutschesessel, Schaukelstuhl und Sandkasten. So, weil das ist offensichtlich der Schaukelstuhl. Hat man so rüber. Nochmal. Einmal schön Fußballfragen. Wer Präsident eines Fußballclubs ist, hat sozusagen ein abgeschnitten, isoliert, kontaktlos Vereinsamt. Vereinsamt. So. Bei Quizfragen wie dieser spricht man von Multiple Change, Choice, Check oder Chance, Choice natürlich. So, machen wir es jetzt mal schnell. Zack, zack, zack. Herr Jauch, labern Sie mich nicht so voll. Ich habe keinen Bock auf Gerede. Um mit dem Klischee über Weichtiere mal aufzuräumen, machten die Schlangen Linien, Pferde Stärke, Schnecken Tempo und Affen Zahn. Schnecken Tempo. Jetzt auch nicht zu schnell klicken und dann aus Versehen Fehler machen. So, die 500-Euro-Grenze nehmen wir jetzt mal mit. Wobei genügt dummerweise ein angehängter Buchstabe, um eine Form als fehlgeschlagen zu erklären. Schlauer, gescheiter, klüger und cleverer. Gescheitert mit T wäre dies wohl. Ja, Herr Geier mit T. So, jetzt haben wir 1000 Euro vor der Brust. Woran haben sich die Zuschauer wohl so langsam gewöhnt? Lemon Cookie TV rund um die Uhr. Tagesthemen ohne Kleister, RTL aktuell ohne Lime, Kreuzer Journal ohne Klaus Kleber, Fox Nachricht ohne Kit, ohne unseren Freund Klaus Kleber. Dafür steht er nicht mehr mit seinem Namen. Der macht jetzt irgendwas anderes, aber nicht mehr das Heute-Journal. So, ist Gundula Gause noch am Start. Gundula Gause klingt mal wie so ein Disney-Charakter. Das ist wohl offensichtlich. I'm a Scamman. 2000 Euro, das ist doch jetzt eine leichte Runde. Wie viel hat denn die Kandidatin, die Anna, gewonnen? So, welches? Aber wir wollen jetzt mal nicht zu früh zu hohe Töne, zu große Töne spucken. Noch haben wir nur 2000 Euro. Welches Wintergemüse ist optisch oft nur schwer von der Pastinake zu unterscheiden? Petersilienwurzel, Minzzwiebel, Schnittlauchknolle oder Basilikumrübe? Boah, jetzt mal. Letzten Jahr haben wir ein bisschen was im Garten angepflanzt. Ich wüsste jetzt nicht mal genau, was Pastinake überhaupt genau ist. Ich müsste es wissen, dann blamiere ich mich. Jetzt fängt es nämlich an, jetzt fange ich an, mich zu blamieren. Wollen wir mal einmal kurz überlegen. Welches sieht genauso aus? Ich habe keine Ahnung, fragt das Publikum. Ich will jetzt auch nicht ewig meinen Kopf zerbrechen. 76%, das ist eindeutig genug. Nehmen wir die Petersilienwurzel, vielen Dank. Kann das Publikum eigentlich auch irren? Wahrscheinlich schon, oder? So, im aktuellen 2022 Kinofilm King Richard sieht man Wilhelm Schmidt als wessen Vater und Trainer. Tiger Woods, Carl Lewis, Williams Schwestern, Katharina Witt. Ach so, das ist jetzt nicht der King Richard, sondern könnte das theoretisch wirklich Tiger Woods sein? Nein, ich glaube nicht, oder? Katharina Witt. Ich will A und T direkt ausschließen, wie wir jetzt nicht wissen. Ich weiß nicht genug über den Film. Ich weiß nur, dass er irgendwem bei den Oscars einen gescheuert hat. Ich bin mir nicht sicher genug, sodass ich einfach mal den Herrn Thialf Pötting anrufe. Ohne mich wäre es wohl aufgeschmissen. C. Williams Schwestern. Ja. Danke, Thialf. Was ist als Accessoire auf Schreibtischen zu finden? Newton-Wiege, Herzkorb, Ohmliege, Wattschaukel. Auf Schreibtischen. Newton-Wiege, ein Herzkorb.
Ja, jetzt kommt die ganzen, ich weiß es nicht, aber da waren wir ja die Joker, dafür frage ich jetzt mal einen Experten. Tjalf hat sich vielleicht auch ins Publikum geschlichen, sitzt da mit so einer, mit so einem angeklebten Schnäuzer. So, A, natürlich Newton-Wiege, die anderen Vorschläge sind nur ein Scherz. Okay, ich weiß auch nicht, was eine Newton-Wiege ist, aber ich danke Ihnen, unbekannter Experte. So, jetzt habe ich mich mit den Jokern zumindest bis 16.000 Euro durchgeschlichen. Allerdings, ich habe ja jetzt nicht die sichere Hürde, die ich jetzt sonst hätte. Dafür habe ich jetzt noch einen Joker mehr und kann vielleicht nochmal 64.000 Euro mitnehmen. Welche Partei, die in der Weimarer Republik mehrfach den Kanzler stellte, ist seit Januar 2022 wieder im Bundestag vertreten? KPD, Zentrum, Bayernpartei, DVP. Ich überlege auch gar nicht groß. Ich hetze hier so durch das Spiel. Jetzt sollte ich mir mal vielleicht eine Minute nehmen. Eliminiere aber schon mal mit dem 50-50-Joke. Aber ich sollte mal vielleicht erstmal überlegen, bevor ich jetzt leichtfertig mit dem 50-50-Joker mich schon in irgendeine Richtung drängen lasse. Ich hatte Geschichte als Abiturfach. War 16 Jahre her. Also Zentrum war auf jeden Fall eine Partei, die damals Erfolg hatte, in Anführungszeichen. Bei den anderen dreien bin ich mir nicht sicher. Deswegen würde mein Gedanke, das ist ja die Rede davon, mehrfach wurde der Kanzler vertreten. Von denen. Mehrfach wurde der Kanzler von denen gestellt. Und die sind jetzt wieder da. Das Zentrum nicht zu einer anderen Partei geworden? Ich weiß es nicht. Ich entblöße mich jetzt wieder. Ich bin jetzt ja, bei den ersten Fragen ganz gut durchgerutscht. Jetzt breche ich mir hier einen ab. Wenn Zentrum jetzt wegfällt, dann weiß ich sowieso nicht. Und dann will ich auch aufhören. Das Zentrum bleibt stehen. KPD oder Zentrum? Kommunistische Partei Deutschlands? In echt würde ich jetzt wahrscheinlich auch zocken und aufs Maul fliegen. Ich möchte ja hier realistisch spielen, deswegen zocke ich jetzt auch und nehme jetzt das Zentrum. Dafür ist mein Bauchgefühl zu stark, um jetzt Nein zu sagen. Und es ist richtig. Huh. Kann man den Scheiß von der Stirn wischen? So, 32.000 Euro. Ah ne, jetzt muss ich noch eine beantworten, um auf das Level vom letzten Mal zu kommen. Wobei handelt es sich um eine bekannte Straße in der City of Westminster in London. In London war ich schon so... müsste ich wissen. Chesterfield, Marlboro, Dunhill, Pall Mall. Das sind alles Zigarettenmarken, nicht wahr? Chesterfield, Marlboro, Dunhill. Marlboro würde ich ausschließen. Pall Mall wäre meine. Dunhill kann aber auch sein. City of Westminster. Dunhill Chapel. B nicht, A wahrscheinlich nicht. Je länger ich nachdenke, desto wahrscheinlicher wird für mich C. Aber bei 32.000 Euro, ich sollte mir vielleicht mal eine Minute nochmal nehmen. Jetzt nicht einfach, wenn ich jetzt versuche realistisch zu spielen, dann auch nicht sofort einfach gehen. Gucken, in meinem Gedächtnis aus vergangenen England besuchen, überlegen und im Gehirn graben, ob mir da was einfällt. City of Westminster, da habe ich jetzt aber auch keine ganz nahe Assoziation zu. War ich mit Sicherheit schon, aber Pall Mall. Das ist eine Einkaufsstraße. Ich denke Dunhill, aber ich denke, ich weiß, bin mir nicht sicher genug, ich höre auf. Und es wäre Pall Mall gewesen. Zumindest stimmte meine Tendenz, aber wenn ich gezockt hätte, wäre ich aufs Maul geflogen wahrscheinlich. Hä? Jetzt habe ich 64.000 Euro gewonnen? Stand da nicht 32? Egal. Ich nehme die 64.000 Euro und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao.